Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren, zu diesen Tagesthemen von heute. Steinbrück im Stimmungstief. SPD hofft auf Aufbruch bei Parteitag. Kampfansage der Finanzminister. Europa will Steueroasen austrocknen und Schützenfest in der Bundesliga. Die selbstbewussten Champions League-Halbfinalisten. Schon wieder will die SPD einen Neuanfang starten. Morgen auf ihrem Parteitag in Augsburg. Doch schon auf dem Weg zum Startblock ging schon wieder einiges schief. Die Sozialdemokraten haben einen neuen Slogan präsentiert und dabei gar nicht gemerkt, dass ausgerechnet eine Leiharbeitsfirma über denselben Slogan verfügt. Das Wir entscheidet, so lautet er, und animierte den natürlichen Gegner der Sozialdemokratie Guido Westerwelle gleich mal dazu, diesen Spruch mit dem SED-Motto vom Ich zum Wir zu vergleichen. Die SED hatte in den 50er Jahren allerdings das Zwängen der Bauern in Kollektive im Sinn. Nun kann man das neue Wir-Gefühl bei der SPD aber auch so verstehen, dass sie es, wenn überhaupt, nur noch mit vereinten Kräften ins Kanzleramt schaffen können. Denn der Einzelne, der da rein will, der scheint es allein nicht zu packen. Kirsten Girschig. Ein gut gelaunter Peer Steinbrück in Bayern. Auf dem traditionellen Volksfest Augsburger Duld kann er sogar die Pannen der letzten Zeit mit Humor sehen. Bei den Darstellern der Fugger erkundigt er sich. Kann ich bei Ihnen jetzt einen Ablass zahlen? Oh ja. Müsse er doch gar nicht. Streicheleinheiten von einer anderen Volksfestbesucherin. Ansonsten haben Sie mit allem recht, was Sie sagen, auch mit dem Gehalt. Vorsicht, die hören alle mit hier. Ja, das ist ja so schwer. Die, das sind die Journalisten, denen Peer Steinbrück erkennbar übel nimmt, dass sie ihn immer wieder zu, seiner Meinung nach, unwichtigen Themen befragen. Herr Steinbrück, wie bewerten Sie Ihren Anteil an den derzeitigen Umfragen? Gar nicht. Herr Wonka. Herr Steinbrück, kann einer Kanzler werden, der kein Glück hat, so wie Sie? Ja. Wenig Glück hatte die SPD zuletzt mit ihrem Wahlkampfslogan, das Wir entscheidet, den benutzt ausgerechnet eine Zeitarbeitsfirma schon länger. Jetzt muss die Partei mit dem Wahlprogramm punkten, will die wirklichen Sorgen der Menschen aufgreifen. Wohnungsnot, aber auch Mietpreissteigerung, Bankenregulierung, gute Löhne für gute Arbeit, bessere Kita-Plätze und Betreuungsmöglichkeiten, das finden Sie ja alles. Und dieses Wahlprogramm, das würde der Spitzenkandidat am liebsten, wie die Autogrammkarten in Augsburg, jedem Wähler persönlich nahebringen. Mehr wir, weniger ich, so das Motto, das Kandidat und Programm in Einklang bringen soll. Ich glaube, dass in vielen Fällen das, was sozial gerecht ist, auch ökonomisch sinnvoll ist. Und die SPD muss die Kraft sein, die den Menschen vermittelt, soziale Gerechtigkeit gibt es nur, wenn wir wirtschaftlich stark sind. Aber wirtschaftlich stark sind wir auch nur, wenn diese Gesellschaft zusammenhält und solidarisch miteinander umgeht. Beim Presseabend klappt das heute jedenfalls ganz gut. Mit dem richtigen Getränk sehen auch die Umfragewerte nicht mehr ganz so düster aus. Und in Augsburg begrüße ich jetzt den SPD-Chef Sigmar Gabriel. Guten Abend, Herr Gabriel. Guten Abend, ich grüße Sie. Herr Gabriel, Sie hatten die Journalisten heute in einem Brauhaus geladen. Vielleicht hilft ja Bier statt Wir. Freibier für alle und zack, dann klappt es besser mit den Umfragen. Ja, wir wollten die ein bisschen fröhlich stimmen für die Berichterstattung des morgigen Tages. Mal sehen, ob es klappt. Na, ich bin gespannt. Sie wollen mehr soziale Gerechtigkeit. Die meisten Menschen in Deutschland wollen auch mehr soziale Gerechtigkeit. Können Sie mir erklären, warum fliegen Sie eigentlich nicht durch die Umfragedecke? Also erstmal geht der Wahlkampf gerade erst los. Und es gibt einfach viele Menschen, die das Vertrauen in die Politik ganz generell verloren haben und gar nicht mehr wählen gehen. In der Regel sind das genau die Wählerinnen und Wähler, die eigentlich die SPD anspricht. Und um die werden wir in den nächsten 5 Monaten werben, um zu versuchen, ihnen das Vertrauen zurückzugeben, dass sich wählen gehen lohnt. Aber unser Gegner ist nicht in erster Linie CDU oder CSU oder FDP, sondern der Fatalismus unter vielen Menschen, die glauben, nur noch Geld regiert die Welt und es hätte sowieso keinen Sinn, wählen zu gehen. Das ist der eigentliche Gegner der Sozialdemokratie und gegen den wollen wir was tun. Es gibt ein merkwürdiges Phänomen. Die SPD stellt 9 Ministerpräsidenten und in den meisten Großstädten die Bürgermeister. Aber im Bund läuft es schief. Sind Sie daran schuld oder trägt Steinbrück die Verantwortung? Im Zweifel ist immer der Parteivorsitzende schuld, ist doch klar. Nein, im Ernst, ich meine, wenn Sie mal die Umfragen schauen, die vor all diesen Wahlen waren, bei denen wir in den letzten Jahren ja
jede Landtagswahl gewonnen haben und auch vor einer ganzen Reihe von Kommunalwahlen, dann sah es immer so aus, als ob die SPD keine Chance hätte. Am Ende haben wir 4 CDU-Ministerpräsidenten abgelöst und sind dort, wo wir regiert haben, immer bestätigt worden. Also mal langsam mit den stürmischen Pferden. Der Wahlkampf geht jetzt los und ich bin ganz sicher, dass die Menschen in Deutschland 3 Dinge wollen. Erstens, dass wir endlich die Finanzmärkte und die Banken bändigen und nicht immer die Steuerzahler aufkommen müssen, wenn es bei denen schiefgegangen ist. Zweitens, dass sich Arbeit wieder lohnt. Und drittens, dass Bildung zu Aufstieg führt und nicht nur Herkunft und gute Beziehungen. Und das sind die 3 Dinge, die im Mittelpunkt des SPD-Programms stehen. In den Umfragen liegt vor allem der SPD-Kanzlerkandidat ziemlich weit abgeschlagen. Also Pinot-Grigio-Diskussion, dann Kanzlergehalt, jetzt SPD-Slogan von der Leiharbeitsfirma. Stehen Sie nicht morgens auf und denken manchmal, verdammter Hacke, langsam bin ich dem Verzweifeln nah? Nein, keine Sorge. Im Übrigen war es damals auch so, dass Frau Merkel weit hinter Gerd Schröder lag. Und trotzdem hat sie damals leider es geschafft, am Ende Kanzlerin zu werden. Das sagt nicht viel darüber aus. Die Amtsinhaber haben immer einen persönlichen Bonus. Und lassen Sie mir was zu dem Slogan sagen. Wir wollen als Sozialdemokraten das Gemeinwohl, das Wir-Gefühl in unserer Gesellschaft zurückhaben und wollen nicht länger diesem Egoismus hinterherlaufen der Marktradikalen. Und dass Guido Westerwelle es heute fertig bringt, wegen dieses Appells an das Gemeinwohl, die SPD und die SED gleichzusetzen, das ist wirklich eine unfassbare Entgleisung. Der hat offensichtlich Angst davor, dass der Appell ans Gemeinwohl bei Bürgerinnen und Bürgern am Ende dazu führt, dass die SPD eine Mehrheit bekommt. Und ich muss schon sagen, für jemanden, der mal die Blockpartei der SED, die Liberalen der ehemaligen DDR, mit Mitgliedern und Vermögen bei sich integriert hat, die gleiche Partei, die Sozialdemokraten in der DDR verfolgt und eingesperrt hat, eine solche Entgleisung sich erlaubt. Das zeigt, der ist wieder da angekommen, wo er angefangen hat, vom Außenminister zum schlechten Generalsekretär. Herr Gabriel, ich habe von Ihnen auch ein unfassbares Zitat. Vor Jahren haben Sie bekannt, Sie gehörten zu denen, die sich sicher seien, Gerhard Schröder könne übers Wasser laufen. Würden Sie das auch über Per Steinbrück sagen? Na klar, wenn kurz unter der Wasseroberfläche die richtigen Steine liegen, das muss man als Kanzler wissen. Der Schröder wusste das und Steinbrück auch. Danke für das Gespräch, Sigmar Gabriel. Bitte. Und mit Sigmar Gabriel habe ich kurz vor der Sendung gesprochen. Seit in der Zypernkrise auch Sparer für die Banken haften, wird die Antwort auf die Frage, wer bezahlt für das Desaster der Geldinstitute, neu diskutiert. Nicht mehr der Steuerzahler über die Rettungsschirme, sondern die Eigentümer der Banken sowie Großanleger sollen blechen. Darüber sind sich die EU-Finanzminister heute in Dublin einig. Wobei alle Konten unter 100.000 Euro unangetastet bleiben sollen. Nicht ganz so traut beisammen waren die Minister, als es um das Lockern des Bankgeheimnisses ging, um Steuersünder zu enttarnen. Rolf-Dieter Krause berichtet. Nicht alle Steuerparadiese sehen wie Paradiese aus, aber wenn es nach Europas Finanzministern geht, dann steht bald in allen die Vertreibung an. Selbst da, wo Schwarzgeld bisher sogar unter dem Schutz britischen Rechts versteckt werden konnte, soll sich das ändern. Mit den Überseegebieten wie den Cayman oder den Jungferninseln sind wir schon weit in Verhandlungen und die wissen genau, was wir von ihnen erwarten. Mit den britischen Kanalinseln etwa sei der Informationsaustausch über Kapitalerträge schon vereinbart, berichtete Osborne, als er gemeinsam mit seinen Kollegen aus den 6 größten Mitgliedsländern der EU die Initiative gegen die Steuerhinterziehung vorstellte. Die fand bei Europas Finanzministern zwar weitgehend Unterstützung, aber es zeigte sich auch, dass sie noch Widerstände überwinden muss. Österreich etwa, dessen Banken zig Milliarden Schwarzgeld allein aus Deutschland verwalten, will am Bankgeheimnis festhalten und ebenso an der bisher üblichen, allerdings anonymen Abschlagssteuer. Wenn ich überzeugt bin, dass das Bessere der Feind des Guten ist, dann kämpfe ich um das Bessere. Und das ist eben die Quellenbesteuerung und nicht der automatische Informationsaustausch. Ihre Kollegen allerdings hat die Österreicherin damit nicht sehr beeindruckt. Die Steuerhinterziehung liegt jetzt auf dem Tisch und wir sind entschlossen, dafür zu sorgen, dass den Debatten auch Taten folgen. In jedem Fall wollen die Finanzminister Tempo machen und auch außerhalb der EU rechnen sie mit Unterstützung. Ich glaube auch, dass wir mit Drittstaaten in Europa ziemlich rasch auf derselben Linie vorankommen. Ich glaube, dass wir auf der globalen Ebene in diese Richtung auch sehr rasche Fortschritte erzielen werden.
Viel Optimismus in einer Debatte, die politisch und technisch viele Widerstände überwinden muss. Noch ist die Sonne für die Steuerparadiese nicht untergegangen. In der Korea-Krise setzen viele auf Nordkoreas Bündnispartner China, um auf Machthaber Kim Jong-un einzuwirken. Der Konflikt war heute Hauptthema beim Besuch von US-Außenminister Kerry in Peking. Die Nachricht mit Susanne Daubner. Die USA und China haben ihr gemeinsames Interesse betont, den Konflikt zwischen Nord- und Südkorea zu entschärfen. US-Außenminister Kerry beriet darüber in Peking mit Staats- und Parteichef Xi Jinping und anderen Mitgliedern der neuen chinesischen Führung. Konkrete Beschlüsse, wie auf die Drohungen Nordkoreas reagiert werden soll, wurden nicht bekannt. Es ist eine wichtige Reise in einer schwierigen Zeit. US-Außenminister John Kerry auf Antrittsbesuch in China. Er will die Regierung in Peking davon überzeugen, mehr Druck auf Nordkorea auszuüben. Die Chinesen wiederum wollen, dass die USA mit Nordkorea direkt sprechen. Als Ergebnis unserer Diskussion können wir sagen, dass wir, die USA und China, gemeinsam und mit friedlichen Mitteln an der nuklearen Abrüstung der koreanischen Halbinsel arbeiten werden. China ist Nordkoreas wichtigster Bündnispartner. Die USA hoffen auf den Einfluss aus Peking. Bisher aber sendet die chinesische Regierung nur mahnende Worte in Richtung Pjöngjang. Sie wollen Nordkorea nicht die Unterstützung entziehen, denn das Land ist wichtig als Pufferstaat zum US-Verbündeten Südkorea. Die strategischen Interessen der Großmächte passen nicht zueinander, eine vertrackte Situation. Der Regierungschef der Palästinenser Selbstverwaltung, Fayyad, tritt zurück. Er habe Präsident Abbas um seine Entlassung gebeten, teilte eine Regierungssprecherin in Ramallah mit. Zuletzt hatte es große Differenzen zwischen Palästinenser-Präsident Abbas und Fayyad gegeben. Der Wirtschaftsexperte Fayyad wurde bislang als Verhandlungspartner vor allem von den USA unterstützt. Sein Rücktritt könnte die Chancen für neue Friedensgespräche mit Israel verschlechtern. In Kairo ist der Prozess gegen Ägyptens Ex-Präsidenten Mubarak wieder aufgenommen worden. Gleich zu Beginn erklärte sich der vorsitzende Richter für befangen und überwies den Fall an ein anderes Gericht. Daraufhin kam es zu Tumulten. Mubarak ist wegen Beihilfe zur Tötung von hunderten Demonstranten während des Volksaufstandes 2011 angeklagt. Eine lebenslange Haftstrafe gegen den 84-Jährigen war wegen Verfahrensmängeln aufgehoben worden. Das Oberlandesgericht München prüft, welche Konsequenzen aus dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes zur Platzvergabe beim NSU-Prozess zu ziehen sind. Das Gericht muss nun eine angemessene Zahl von Sitzplätzen ausländischen Journalisten zur Verfügung stellen. In München haben etwa 2000 Menschen der Opfer der fremdenfeindlichen Mordserie der NSU gedacht und einen konsequenten Kampf gegen Rechtsextremismus gefordert. Der Prozess gegen Beate Zschäpe und 4 mutmaßliche Helfer beginnt am Mittwoch. In Amsterdam ist das Rijksmuseum wiedereröffnet worden. 10 Jahre lang war das berühmteste Museum der Niederlande für 375 Millionen Euro modernisiert worden. Es gilt als eines der führenden Museen der Welt und ist vor allem wegen seiner Sammlung alter holländischer Meister bekannt. Die Zahl 4 war heute auch in Hamburg Trumpf. Die 4 besten Handballteams kämpften beim sogenannten Final Four um den Einzug ins Pokalfinale. Durchgesetzt haben sich, wie immer kann man fast schon sagen, Rekordpokalsieger Kiel und die SG Flensburg-Handewitt. Der Held im ersten Halbfinale hieß Matthias Andersson. Flensburgs Torhüter rettete seine Mannschaft mit 25 Paraden in die Verlängerung gegen den HSV. Dort dominierten die Flensburger, die über weite Strecken des Nordderbys geführt hatten und siegten am Ende mit 26:25. Flensburg steht damit zum dritten Mal in Folge im Pokalendspiel. Die 13.000 Zuschauer in der Arena in Hamburg sahen im zweiten Halbfinale einen überraschenden Beginn. Außenseiter Melsungen ging gegen den THW Kiel in Führung. Doch der Titelverteidiger drehte das Spiel und lag bereits zur Pause mit 2 Toren vorne. Am Ende siegten die Kieler noch deutlich mit 35:23 und stehen damit morgen im Pokalfinale gegen die SG Flensburg-Handewitt. Die Landung auf der Insel Bali hatten sich die Passagiere heute ganz anders vorgestellt. Doch als ein Flugzeug heute Nachmittag Ortszeit auf dem Airport in der Hauptstadt Denpasar aufsetzen wollte, da verfehlte der Pilot die Piste, die Boeing endete im Meer und zerbrach.
Weil die Maschine im flachen Wasser lag, konnten sich alle Passagiere nach diesem Unglück glücklicherweise retten. Claudia Kleinert, bei Bali denken wir an Sonne und Strand. Was hat unser Wetter zu bieten? Naja, gerade da, wo der Strand ist, ist es überhaupt nicht so besonders sonnig und nicht so warm. Ansonsten aber wird es in Deutschland morgen ein Sonntag wie aus dem Bilderbuch so richtig frühlingshaft. Das heißt, vor allem an der Küste nicht allzu viel Sonne, und das gilt vor allem für die Nordseeküste, da 0 bis 2 Stunden. Da hängen noch so Restwolken einer Warmfront herum. An der Ostsee, je weiter man nach Osten kommt, desto sonniger wird es. Und im Südwesten Deutschlands verbreitet so zwischen 6 und 12 Stunden Sonnenschein, 12 bis 14 sogar Richtung Markgräflerland, Breisgau, und über der Mitte 2 bis 4 Stunden halt auch da am Vormittag noch etwas kompaktere Wolken. Ähnlich sieht es auch mit der Temperaturverteilung aus in Hamburg. Es geht bergauf. Bis Montag, Dienstag Höchsttemperaturen von 20, 22 Grad. Morgen werden wir die noch nicht so ganz erreichen. Da sind wir bei 15, 16 Grad in Stuttgart. Weiter im Süden, morgen etwas mehr Sonne, deswegen auch wärmer. Höchstwerte 25, 26 Grad. Montag, Dienstag geht es dann eben auf die fast 27 Grad rauf. Danach aber auch dort wieder Temperaturrückgang. Der Frühling kommt endlich. Und zwar fast schon mit sommerlichen Werten. Jetzt in der Nacht erstmal noch kompakte Wolken einer Front mit ein bisschen Regen, Sprühregen, Nieselregen. Sonst ist es trocken, locker bewölkt oder sternenklar. Und da, wo die Sterne lange zu sehen sind, wird es auch ganz schön kalt mit Tiefstwerten zwischen -1 und +2 Grad, nach Westen hin morgen früh 8 bis 11 Grad. Am Vormittag im Westen und Nordwesten noch dichte Wolken mit ein paar Tropfen. Nach Süden schon sehr sonnig. Im Laufe des Nachmittags werden die Wolken dann im Norden und Nordwesten auch auflockern. So insgesamt gibt es Richtung Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen etwas dichtere Wolken als im Süden. Höchsttemperaturen unter den Wolken 10 bis 16 Grad, sonst geht es rauf auf bis zu 26. Der Wind meist schwach aus südlichen Richtungen. Am Montag dann im Laufe des Tages Schauer und Gewitter aus Westen, die am Dienstag weiter nach Osten ziehen. Dann immer noch Höchstwerte 19 bis 23 Grad. Den morgigen Tag, den sollten aber alle, soweit es geht, nutzen, denn es wird verbreitet recht sonnig und vor allen Dingen auch warm. Und wenn Sie die Sonne bitte noch überreden könnten, auch mal im Norden vorbeizugucken, wären wir bei den Tagesthemen auch nicht. Vielen Dank, Claudia Kleinert. Ich setze auf Sie. Im Ersten geht es jetzt weiter mit dem Wort zum Sonntag. Um 1.10 Uhr meldet sich die nächste Tagesschau. Und wir sind natürlich morgen wieder da. Bis dahin. Auf den Weg.